könnte das jetzt... Juhu! Es könnte. Weiter geht's. Oh, ein Eindringling. Wenn ich dich stoppe, gibt es einfach eine fette Belohnung vom Vorstand. Sag mal, bist du irgendwie einer von diesen Arschkriechern? Pff, wer kriecht, kann nicht stolpern. Ja, Schocke Tante Langer schickte Mauzi in den Kampf. Okay, Detective Mauzi. Sherlock Mauzi. Dann würde ich mal sagen, Blubber. Ja, am Arsch. Weißt du? So, ich hab doch volle KP, oder? Jetzt müssen wir hoffentlich das Rätsel nicht normal machen, oder? Schocket HQ. Ich befürchte Schlimmes. Dass wir das normal machen müssen. Hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock. Ich meine, ich habe es schon hingekriegt. Nein. Nein. Ah, sehr schön. Ich sage noch einmal dasselbe. Genau derselbe Dialog nochmal. Los, Shigi. Blubber. Na komm, das müssen wir. Wir werden noch wohl ein einfaches Mauzi Level 7 besiegen können, oder? Ein Team Rocket, ein Team Shocket Rüpel. Den kriegen wir doch wohl. Ja, Sister. Wieso? Der Gig war echt nicht schlecht. Mit der Wii. Okay, jetzt haben wir dich besiegt. Pff, wer kriegt, kann ich stolpern. Okay, wo sind wir jetzt? Wo geht's jetzt hin? Ah, hier. Ein weiteres Rätsel. Die Statue können wir von der Seite anfassen. So, hier. Der Schalter verändert rote und gelbe Felder. Ich werde es nicht getan. Ach du Schande. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Okay, das gelbe Feld bringt mich zu dem... ...zu dem Rüppel runter. Das will ich ja nicht. Nach Möglichkeit nicht. Okay, jetzt wären wir hier. Vielleicht, wenn wir darüber kämen. Können wir den einen roten umdrehen? Ach so, der dann schießt er nach unten.
Ich dachte, es wird zum Gamefeld. Okay, dann kommen wir hier wieder runter. Das ist der Reset-Schalter, soll ich ihn betätigen? Nee, noch nicht. Kriegen wir es auch noch hin. Das ist richtig, weil da müssen wir dann hin mit dem. Wie kommen wir da hoch? So eventuell. Und der geht wieder runter. Sind wir hier? Jetzt bräuchten wir den eigentlich nach oben. Dann könnten wir, wenn der rote Pfeil nach oben zeigen würde, das wäre optimal. Wenn das irgendwie hinkriegen würden. Er zeigt jetzt zur Seite. Jetzt nach unten. Kriegen wir den irgendwie nach oben hin? Das ist echt ein Traum. Wahrscheinlich nicht. Sein wir kämen da irgendwie. Und das tun wir nicht. Von oben auf das Feld dran. Der schießt mich nach unten. Wenn ich da lang gehe, dann komme ich dann dort. Wenn ich den nehme, komme ich dort. Da bringt mich wieder zurück. Der müsste mich. Oh, okay, hier hinbringen. Wenn ich jetzt nach links gehe, komme ich zum Rüpel runter. Es sei denn, ich ändere das gelbe Feld, das mich nach oben bringt. Ne, das wollte ich jetzt irgendwie nicht, aber... So. Jetzt das gelbe Feld. Bringt's mich wieder nach links. Was mir das helfen soll, weiß ich auch noch nicht, aber... bringt mich wieder runter. Das ist jetzt eigentlich nicht optimal, aber wirklich übel vom Fehlen. Umdrehen.
Das war der falsche. Ist den hier nehmen. Komm ich nicht dahin, wo ich will. Alle Wege führen wieder zurück. Werden wir den Reset machen. Bringt der mich nach unten hier. Wieder zurück. Der bringt mich auch zurück. Der bringt mich wieder hier hin. Hier bringt mich momentan alles zurück. Wenn ich das Gelbe mal ändern würde, das wäre vielleicht eine Idee. Das ändert ja hier nichts dran. Wenn der jetzt nicht zum Okay, wenn ich jetzt zum Trainer gehe, was würde dann passieren? Vom Trainer aus kann ich dann relativ frei laufen, oder? Ja, vom Trainer aus kann ich laufen. Und vom Und dann bräuchte ich das Rote, was in die Richtung zeigt. Und wie komme ich dann... Wie komme ich auf diese Kiste hier ohne... Vielleicht kann ich dann da hoch und das... Nee, kann ich nicht, oder? Komme ich hier irgendwo hin ohne... Es gibt keinen Weg, wie ich... Das Feld hier komme ohne... Ich will nicht umsonst gegen den Trainer gekämpft haben, aber... Okay, ich glaube, ich gebe meinen Trank. Ein super Trank. Dann machen wir es jetzt einfach mal, würde ich sagen. Würde ich mal vorschlagen. Immerhin mal ein bisschen Abwechslung. Ich habe dich auf den Überwachungskameras gesehen. Du hast ganz schön lange hier gebraucht. Zum Glück habe ich die Zeit natürlich sinnvoll genutzt. Ich habe meine Mauzi ein Kostüm geschneidert. Ich denke, es wird dir gefallen. Ah ja.
Schockett Handlanger schickt Mauzi in den Kampf. Ein Mistteam. Nein. Scheiße, wie hießen die? Ein Wir-Mauzi. Mauzi, was wie wir aussieht. Maike. Maike Mauzi. Na komm, lass dich nicht besiegen. Nicht von einem Maike Mauzi. Es war nicht schwer. Meine Mauzi stehen die Sachen viel besser als dir. Nee. So, jetzt müssen wir irgendwie darüber kommen. Aber das Feld zeigt nach unten. Das heißt, sind wir wieder im Wahnsinn gefangen. Das Rot irgendwie umdrehen und dann trotzdem noch dahin kommen. Das dreht ja auch den um. Das ist ja das Miese. Ich finde mal noch trotzdem Weg dorthin. Okay, jetzt sollte das Ding dort oben, ja, das wird nach links zeigen. Wie kommen wir jetzt? Jetzt müssen wir irgendwie zum Rüppel runter. Das bringt mich jetzt zurück. Das bringt mich hier hin. Nur gelb und nicht rot umdrehen können wir ja nicht. Das ist ein bisschen zwickt jetzt die Lage. Wenn wir da drauf gehen, dann kommen wir dorthin, dann kommen wir dorthin, dann kommen wir dorthin, dann kommen wir wieder zurück. Jetzt sind wir hier. Das gelbe Pfeil bringt uns nicht mehr zurück zum. Bringt uns nicht mehr nach unten. Das muss er. Wie um alles in der Welt kommen wir dann sonst da oben durch? Oha!
kommen wir jetzt, ja, so kommen wir jetzt hier hin. Sehr schön. Das gelbe Feld noch, wenn wir jetzt das gelbe Feld noch umgeändert kriegen. So könnte es sein. So können wir es schaffen. Das verändert das gelbe Feld jetzt nicht mehr, also kommen wir da nicht mal runter. Ich würde gerne mal gucken, ob da oben alles sauber ist. Komme ich nicht mehr hoch oder was? Okay. Das Gelb müssen wir erstmal umgedreht kriegen. Was, wenn wir das so machen? Da passiert nichts. Was, wenn wir jetzt hier das nach unten? Dann kommen wir erstmal da hoch, nach unten. Da können wir uns ja frei bewegen, können wir die Statue von der rechten Seite. Und die verändert ja auch. Das müsste klappen. Und jetzt hier lang gehen. Jetzt hier lang, da runter zum Rüpel, der wird jetzt nicht nochmal gegen uns kämpfen. Jetzt können wir hier. Jetzt haben wir hier freie Bahn zum Steamfeld. Jetzt müsste der oben ja nach rechts, nach links gedreht sein. Genau da wollen wir ihn ja haben. Jetzt haben wir das Problem, dass ich da nicht mehr hinkomme zum... Ja, das war es nicht. Wenn ich es irgendwie schaffen würde, frei rumlaufen zu dürfen, und beide Statuen aktivieren zu können. Die Rätsel hier sind einfach die Hölle. Ich das dann nach unten, dann komme ich zum Rüpel, dann kann ich die Statue. Darf sich aber am Rot nichts ändern. Das Rote muss so bleiben. Das Rot ist nicht so, wenn ich... Die Statue verändert die roten und die gelben Felder. Wenn ich das jetzt umändere... Wenn ich das jetzt so mache, dann ist der oben ja nach... Dann zeigt der oben ja eine andere Richtung. Das müsste ja so sein, oder? Müsste. Wie kann ich denn da mal kurz nachgucken? Gar nicht. Ja, der rote zeigt jetzt das verflixt, das ist Kacke.
Da komme ich nicht mehr drauf.